Du gibst so harte Einzelkind-Vibes. Nein, nein, ich habe zwei Halbbrüder und eine Geschwister. David ist so ein schwacher Welpe im Rudel. Aber er hat es gemacht. Naja. Buongiorno, das ist Französisch und bedeutet, wie geht's? So, Bildungsauftrag erfüllt, Alte. Herzlich willkommen zurück zu Studio 404, heute mit mir. Ich muss meine leicht rauche Stimme entschuldigen. Ich bin entweder zwei Wochen krank gewesen oder hatte eine Stange Ziggis zum Morgen gehabt. Who knows? Mit mir heute im Studio David Meury, der einzige Erwachsene, der noch nicht auf Silverstar darf. Emily, ich weiß immer noch nicht genau, was deine Aufgabe ist. Der Julix, der heute noch seine erste Brille aus dem Globi-Magazin anhat. Und der Jose. Ah nein, er ist tatsächlich schon wieder nicht da. Nein. Er wird aber ehrenhaft vertreten von der hässlichsten Person, die die Ostschweiz je produziert hat, Rebi. Ja, ist okay, mich musst du nicht vorstellen. Aber was, du lebst noch? Hey, es war Wochenende, man weiß es nie. Wieder ein bisschen zu lange den Crack-Pfeife gezogen. Hauptsache, es macht dich wach, gell? Ich bin ehrlich, bin zu bad, um so zu tun, als wäre ich average. Kann nicht mit euch hängen, ihr nervt mich. Eure Energie ist off, sie nährt mich. Ich ernähre mich gut, bitch. Heute ist Tag der Arbeit, oder wie wir beim SRF sagen, Tag des... Was? In der Stadt Zürich ist ja bekanntlich am 1. Mai auch immer Bullenschloh-EM. Das, was die Zürcher Polizei das ganze Jahr mit den FCZ-Chaoten trainiert, können sie jetzt auch auf aufmüpfige Kanti-Schülerinnen anwenden. In Zürich haben sie sogar die Abfallcontainer eingesammelt, damit man die an der Demo nicht anzünden kann. In Basel macht man genau so Pommes. Wie hast du den 1. Mai erlebt? Wir haben noch zugelegt. Sicher? Ja. Was viele aber vergessen, ist, dass der 1. Mai noch eine ganz andere, sehr wichtige Bedeutung hat. Am 1. Mai geht an vielen Orten Badesaison los. Und noch viel wichtiger, neben Tag der Arbeit und Badepommes startet am 1. Mai an vielen Schweizer Gewässern Hechtsaison. Was für ein Wonne! Nach dem Winter und der Schonzeit dürfen wir wieder gezielt. Um das geht es nicht. Das interessiert wirklich niemand. Also ich bin heute Morgen schon gewesen. Was hast du gefangen? Bei E-Scooter, eine Seerose und ganz viel schlechte Laune. Also für mich ist das ganze Jahr Hechtsaison. Charlotte macht Augen nicht mehr zu beim Küssen. Mit dir würde ich einfach nicht assoziiert werden. Petition heute beim Verlierspielen, Meury seinen Arbeitsvertrag zu verschenken. In Griechenland ist der Tag der Arbeit auch gefeiert worden, aber die haben, glaube ich, irgendetwas falsch verstanden. Wenn in der Schweiz die Frage nach der 4-Tage-Woche immer lauter wird, haben die Griechinnen offiziell 6-Tage-Woche eingeführt. Was? Ein südeuropäisches Land, das freiwillig mehr will arbeiten? Ist heute Umkehrtag? Krass, jetzt müssen die Griechinnen tatsächlich statt zwei neue Drehtage im Büro effektiv auftauchen. Also für mich klingt das wie ein ungesundes Grease-Leistungsverhältnis. Das ist ein Bodenloser. Dass Griechinnen jetzt mehr arbeiten dürfen, freut vor allem der Staat. Der bekommt nämlich durch die neue Regelung mehr Steuergelder. Finde ich sowieso toll, dass der griechische Staat seinem Volk helfen wird. Verschuldet, Drogenprobleme, Arbeitslosigkeit, Fachkräftemangel. Der griechische Staat findet, wisst ihr, was eine Lösung für all das ist? Mehr arbeiten. Ah, ihr hättet gern mehr zugängliche Bildung und weniger Korruption im Staatsapparat. Nein, 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 nein. Mehr Bütz. Neu auch am Samstag. Gut, also eigentlich ist es ja gar nicht so verkehrt, den Leuten die Möglichkeit zu geben, mehr dürfen zu arbeiten. Wenn das Geld, das sie bekommen, einfach effektiv noch etwas wert war. Die kriegen nämlich am Ende des Monats Euro. Kennt ihr das noch? Euro. Das ist irgendeine Währung, die man Angela Merkel daran glaubt hat, die mittlerweile gleich viel wert ist wie eine Handvoll Muscheln. Da macht ein Tag mehr Arbeiten, glaube ich, auch nicht mehr viel aus. Danke, Merkel! Es ist bitter. So, an dieser Stelle Neil. Wer hat uns diese Woche wieder im Internet beleidigt? Wir haben ja Soap veröffentlicht. Zu dieser Soap hat jemand geschrieben, die Soap ist so schlecht, sogar der Stucki würde sich weigern, hier mitzuspielen. Ich sage nichts Schlechtes über den Flavio Stucki. Er ist aus Basel, ich bin aus Basel. Und wir müssen hier im SRF zu zweit. Mir. Hä? Nein, du zählst nicht. Sympathisch weiter geht's hier mit dem Recrap. Zwei Drittel unserer Zuschauenden pissen unter der Dusche. Lasst laufen, willkommen zum Recrap. Ein Elefant in China hat einem Kind seinen Turnschuh wieder zurückgegeben, nachdem der ins Kick gefallen ist. Voll fair, das Kind hat den hohen Schlappen doch eh selber genäht.
trag die Nike-Shocks, will dein genähter Kinderhand. Kantin Solothurn verbietet Snusen, also gut, gibt's auch wieder Ziggis und Energy-Drinks auf der Scheisse. Im Bundeshaus hat es anscheinend zu wenig Frauen-WCs. Hä, was gibt Frauen im Bundeshaus? Was ist denn hier los? Zu Vino sage ich Nino, gell? Ausser es kommt von unserem Lieblings-Gaga-Rechtsextremist. Jetzt ist mir Corona-Halle, gell? Wie das sympathisch. Ins Flugzeug darfst du bald mehr Flüssigkeit mitnehmen, bis zu 2 Liter. Sehr gut, bin ich immerhin anständig hydriert, wenn ich das Flugzeug entführe. Der Obelix ist das Kind in Gröseltopfkeit und der Bobo macht Reverse-Enkel-Trick. Böse Umfahrt, um zu so beschissenem Soundtanzen, sollst du eigentlich doppelt zahlt werden. Und der Anzeigenhauptmeister hat wieder mal auf die Fresse bekommen. Eigentlich nichts Neues. Eine neue Art von Kondom ist rausgekommen. Das neue Produkt kann man schon bis zu 2 Stunden vor dem Geschlechtsverkehr ohne Erektion anziehen. Wer ist auf die scheisse Idee gekommen? Alter, sitzt du ja auch nicht schon 2 Stunden bevor du abfährst, angegurtet im Auto. Das ist einfach irgendwie so ein Ultra-Schweizer-Move. So. Ich gehe jetzt vorbereitet an meinen Hatefuck, oder? Nein, der Vorteil ist ganz klar, dass du keine Erektion haben musst. Finde ich noch easy. Und das habe ich jetzt gesagt. Das kommt Neil, Whisky Dick Wernli. Schon klar. Neil, du bist nicht das Problem, sondern ich, Wernli. Ich bereue es so. Neil, das ist mir noch nie passiert, Wernli. Ja. Da geh ich heimgehen. Neil, bist schon gekommen. Komm, lass uns raus, mach das. Stell dir vor, du bist im Bett und du gehst langsam richtig zur Sache. Und dann musst du nicht ein kleines Kondom anziehen. Nein, das soll ich vorher schon im Rest gemacht. Ja, es ist halt einfach so ein bisschen zu confident. So, hast du irgendwie 2 Stunden schon erfahren, schon das Gefühl, dass man knuschmalen gehen. Ich weiss auch nicht, so, Alter, Bro, geh wieder zurück in die Achse und zieh das hier ab. Keine Ahnung. Die Firma, die es entwickelt hat, ist aus Kolumbien. Gut, Kolumbianer, die haben immerhin genug Erfahrung im Kondom über lange Zeit beanspruchen. Nur haben sie sie meistens mit Pulver gefüllt im Magen. Wir kommen zum Verlierspiel. Wir wollten wissen, was ist Synonym von Synonym? Rebi, wer hat denn heute verloren? Verloren hat Fiona Storrer 1058 mit der Antwort. Synonym von Synonym ist einfach ein anderes Wort. Also ich habe gerade absolute Faxgeräusche in meinem Kopf, Alter. Es ist wirklich. Das ist nicht okay. Amel, was würdest du denn heute von unserem Publikum wissen? Die heutige Wettbewerbsfrage ist, wieso stinken Fisch so krass, wenn sie ihr Leben lang baden? Sehr interessant, he? Die schmecken alle unterschiedlich. Zum Beispiel Hecht, wo ab dem 1. Mai wieder Saison ist. Oh, hat einen ganz eigenen. Schreib deine Antwort in die Kommentare und er weiss, vielleicht bist du schon bald Verliererin oder Verlierer von. Vom Joso, seiner Trinkflasche mit einem Spuckresten von ihm drin. Viel Pech. Ein kleiner Bub aus Derbyshire gewinnt die offizielle Europameisterschaft im Möwenschreien. What? Derbyshire. Was? Derbyshire. Kleiner Bub aus Derbyshire. Nein, weisst du, ich und der Regula sind dann mit dem Wohnmobil bis Derbyshire gefahren. Und dann haben wir dort angelegt und dann ist der Reifenplatz. Und ich dachte, guten Tag, zum Glück zahle ich die 9,90 Franken im Jahr für die TCS. Ein kleiner Bub aus Derbyshire hat gewinnt die offizielle Europameisterschaft im Möwenschreien. Mit seiner authentischen Möwenimitation kreischt sich Cooper Wallace in die Herzen der belgischen Jury. Ja, zum Glück hat der kleine Bub gewonnen. Das ist der einzige Kandidat, den ich finde, sollte das gewinnen. Es gibt gewisse Sachen, die man als Erwachsener einfach nicht mehr machen sollte. Es ist sehr cool, wenn du mit 9 die Möwenschrei-EM gewinnst. Es ist nicht cool, wenn du mit 28 an der Möwenschrei-EM überhaupt mitmachst. Wenn du mit 12 ins Pfadisommerlager gehst, dann ist das cool. Wenn du mit 32 ins Pfadisommerlager gehst, dann muss ich leider der Polizei anrufen. Wenn du dich mit 10 mit deinen Kollegen im Hallenbad triffst, dann ist das cool. Wenn du mit 33 Kindern im Hallenbad den PlayStation 5 verschenkst, dann ist das irgendwie. Gibt es vielleicht bald mal eine Netflix-Doku über dich? Leonard Knäm. Irgendwie tut dann alles so irgendwie noch etwas, was der Mauri machen würde. Bitte! Au! Ah! Au! Hast du dich jetzt gerade am Papier geschnitten? Okay, also ich brauche mindestens 3 Wiederholungen und ein Close-up von dem. Wir haben die Redaktionsmitglieder gefragt, bei welcher Tiergeräusch-EM sie gewinnen würden. Das Ergebnis ist verstörend.
Moiri? Ich habe einen Huhn. Und? Also, hopp. Achtung, und jetzt machen wir noch einen herzigen Vogel. Du bist irgendwo im Amazonas am Campen und dann hörst du das. In der Ferne. Das war es auch schon wieder. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim Bullenschlau nicht runtergekommen. Packt den Coldpack auf den Gummischrot und Petri Heil für die Hechtsaison. Wir sehen uns bald. Gebt dem Video ein Like. Bye bye. Aber es stinkt, also Hecht ist wirklich, das schmeckt ganz speziell. Das ist wirklich. Matteo, hast du auch mal mit Therapie versucht, anstatt zu fischen zu gehen? Das ist doch Therapie, Alter. Ich finde, wie so alte Therapie. Ich kann mir gerade so gut einen Traumfänger aufhängen.